birthday to you. Happy birthday, liebe Lehrerin, du sagst Willi. Happy birthday to you. Yeah! Wie lange geht denn das heute? Hallo? Stunde? Geht nochmal ein bisschen. Heute mal Brudiletten. Guten Morgen, Freunde für Klassensport. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute wieder aus meiner Wohnung, weil ich werde heute nämlich eure Fragen beantworten. Genau. Ihr habt die Möglichkeit über Instagram mir Fragen zu stellen und die werde ich jetzt beantworten. Freut euch drauf. Aber vorher gibt es erstmal leckere Käffchen. Mach mal hinne jetzt! Ich will Kaffee! How long have you been lifting for? Ich bin jetzt seit 11 Jahren im Business. Kann ich schwere... Was war denn da los? Kann ich schwere Gewichte auch heben, wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass Gelenke nicht... Fehlt da nicht noch was? Okay, ich verstehe die Frage jetzt so, dass du wissen möchtest, ob du schwere Gewichte heben kannst, wenn du das Gefühl hast, dass es deine Gelenke nicht aushalten. Oh, nein. Also, der Körper gibt dir ja grundsätzlich immer Signale. Und wenn der Körper der Meinung ist, okay, das, was du jetzt draufgepackt hast, das schaffe ich nicht, dann würde dir das auch irgendwie sagen. Das kann zum Beispiel ein kleines Stechen im Muskel sein. Das kann aber auch das Brechen deines oder das Ausbrechen deines Gelenks im Knie sein. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Deswegen, der Körper sagt euch schon, wenn gut ist. Und kleiner Expertentipp, auf diese Signale würde ich vielleicht auch ein bisschen eingehen. Viel Erfolg oder gute Besserung. Ist 38 Reisen und 48 Stoßen gut für einen 13-Jährigen, der seit 6 Monaten Gewichtheben macht? Ich glaube, in der Zeit, also seit 6 Monaten, kommt es, glaube ich, nicht darauf an, wie viel du reist und wie viel du stößt, sondern ob die Technik passt. Ja, also, was man natürlich nicht vergessen darf, dass wenn man mit Gewichtheben anfängt, klar, die Belastung ist hoch für die Gelenke, für die Muskulatur, für die Sehnen. Die brauchen Anpassungszeit. Deswegen sage ich mal ja. Aber auch wenn ich Nein gesagt hätte, solltest du nicht den Kopf in den Sand stecken, weil nach 6 Monaten verlangt noch keiner von dir, dass du große Lasten bewältigst. Da muss erstmal die Technik passen und dass es dir Spaß macht. Ab wie vielen Jahren dürfte man bei dir frühestens mit Powerlifting anfangen? Ja gut, ich münze das jetzt einfach mal um auf Gewichtheben. Also ich weiß, dass man auch in der Jugend schon anfangen kann mit Gewichtheben. Allerdings, also ich rede jetzt von 8, 9, 10 Jahren. Allerdings macht man da nicht Gewichtheben, sondern mehr so athletische Übungen und macht so viel Bewegungstherapie, sage ich jetzt mal übertrieben. Mit Gewichtheben anfangen, ja, so 12, 13, 14, würde ich sagen. Wie viel Umfang hat dein Oberschenkel? Weiß ich nicht. Ich habe kein Maßband hier. Wäre natürlich witzig, aber ich habe keins hier. Was schätzt du? 10 Meter. 10 Meter. Möchte mit Gewichtheben anfangen. Wie sollte ich beginnen? Am besten, du beginnst in einem Verein, der einen Trainer hat, der auch Lust hat, es dir beizubringen. Falls du nicht weißt, wo der nächste Verein ist, der Verband hat sich hat eine ganz, ganz coole Idee. Die haben den Vereinsfinder installiert. Da kannst du deine Postleitzahl eingeben, wo du quasi wohnst. Und dann werden dir alle Vereine in deiner Umgebung angezeigt. Wir blenden das nochmal ein. Also einfach draufgehen, Postleitzahl und dann. Und wenn der Verein ein bisschen weiter weg ist, bin ich trotzdem der Meinung, es würde sich auf jeden Fall lohnen, mal vorbeizufahren, damit du wenigstens in die Grundlagen eingeführt wirst. Und da bimmelt schon wieder.
Was findest du gut an CrossFit? Was ich wirklich gut finde, ist, dass man mal so richtig sich auspowern kann. Also, ich habe ja auch schon ein, zwei Workouts mitgemacht und die erste Phase ist so, man ist gespannt und man ist noch voller Emotion und, nee, nicht voller Emotion, aber voller Tatendrang und möchte jetzt mal einfach sich voll die Kugel geben. Die zweite Phase ist, wo man überlegt, ah, okay, ich habe jetzt noch 15 Minuten vor mir. Schaffe ich die? Irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr. Die Muskeln werden schon so langsam sauer und ja, aber trotzdem zieht man durch. Und die letzte Phase, die Phase der Ekstase. Man kann schon nicht mehr denken. Also ich habe mich etliche Male verzählt, auch wenn es nur um 10 Wiederholungen ging. Ich kann meinen Speichelfluss nicht mehr ganz steuern. Das heißt, ich muss tatsächlich den Mund zumachen, um dass ich nicht auf den Boden sapper. Und der Kopf ist irgendwo anders, tatsächlich. Also ich glaube, bei meinem ersten Workout haben auch die letzten 5 Minuten, ne, gefehlt einfach. So, als ich reflektieren wollte, ja, das letzte Drittel war einfach weg. Deswegen, also wenn man wirklich seinen inneren Schweinehund überwinden will, ist, glaube ich, CrossFit eine richtig coole Sache. Deswegen macht es mir auch Spaß, da zuzuschauen, einfach wie die Leute. Ihr wisst schon. Is it true that you and Rebecca Koha are married? Ich wünschte, es wäre so, aber nein, ist auch noch nichts geplant. Ich glaube, der Ritt war was dagegen und ich habe auch ein bisschen Schiss vor Eduard, also ihrem Trainer, deswegen. Nö. Wie ist das immer, der Kleinste zu sein, selber nur 1,77? 1,77 ist so übelst groß, Mann. Wenn ich 1,77 wäre, wäre ich total happy. Es gibt ab und zu, ich treffe ab und zu Menschen, die sind kleiner wie ich. Die Jolie zum Beispiel. Die ist ja echt winzig, diese. Das Witzige ist, auch wenn mein Gegenüber auch nur 1 cm kleiner ist als ich bringe nur Kleinwitze. Ausschließlich. Und ich finde es witzig. Die anderen meistens nicht. Treibst du auch anderen Sport? Nee, leider nicht. Ich würde sehr gerne, ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen kicken gehen wollen, aber da fehlt einfach die Zeit. Also wenn ich zweimal am Tag trainiere, weiß nicht, wo ich dann noch anderen Sport hinpacken soll und an meinen Rest Days wäre es sicherlich kontraproduktiv, was zu machen. Aber ich gucke gerne anderen Sport zu. Bei anderem Sport zu. Nicht mal Lust, Kniebeugeseminare zu geben? Ja, kann ich machen, ist halt schnell erklärt. Also es wird kein langes Seminar sein. Ich denke, bei vielen ist der limitierende Faktor eher die Mobility. Und bei Mobility muss ich immer an Moving Monkey denken. Deswegen kontaktiert am besten den mal. Bist du noch aktiv beim Bund? Wenn ja, welche Laufbahn? Also ja, bin ich. Ich bin so lange aktiv beim Bund, bis der Bund sagt, nö, jetzt nicht mehr. Aber das geht meistens auch mit dem Ausscheiden aus. Ja, ich sag mal, dem internationalen Gewichtheber-Business einher. Deswegen bin ich noch und meine Laufbahn ist aktuell, also auf lange Zeit gesehen, Feldwebellaufbahn. Musst du zu irgendwelchen Anlässen auch mal Uniform tragen? Hast du überhaupt eine? Klar habe ich eine Uniform. Die passt zwar nicht so geil, aber ich habe eine. How did you deal with your injury? Ja, wie gehe ich mit Verletzungen um? So eine Verletzung ist halt tatsächlich immer scheiße. Da kann man tun und lassen, was man will. Die Frage ist dann nur, wie man es am schnellsten in den Griff bekommt. Und meine letzte Verletzung eben, gerade das Knochenmarksödem, hieß es einfach Pause machen. Und ich hätte wirklich liebend gerne weiter trainiert. Ich hätte wahrscheinlich auch unter Schmerzen weiter trainiert, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der Profi-Tipp ist. Aber wenn man verletzt ist, also je nachdem wie groß, am besten einfach mal Pause machen. Gerade die, die jetzt nicht so professionell sind, unterwegs sind wie ich, können sich das, glaube ich, schon mal leisten, einfach mal nichts zu machen. Bis der Schmerz weg ist und dann kann man wieder einsteigen. Why no belt? Tatsächlich raten mir immer mehr, den Gürtel mal zu probieren. Das Ding ist, ich habe, vor Jahren ist es schon gewesen, ne, habe ich mit Gürtel trainiert und auch gehoben, bis ich ihn in einem Wettkampf mal vergessen habe und ich habe keinerlei Unterschied gemerkt. Deswegen war für mich halt die Frage, okay, bringt es das jetzt wirklich mit Gürtel zu heben oder bringt es das eher nicht? Es kann natürlich sein, dass es mittlerweile in den Lastenbereich geht, wo ein Gürtel tatsächlich Sinn macht. Deswegen werde ich es vielleicht mal probieren. Die nächste Zeit. Ja, warum atmest du so? Also
grundsätzlich atme ich, um am Leben bleiben zu dürfen. Und in einem freien Land wie Deutschland bin ich der Meinung, darf jeder so atmen, wie er das möchte. Die nächste Frage ist bestimmt, wie viel atmest du so? Was ist dein Max bei der Military Press? Bei Military Press muss ich immer dran denken, wie einer in Uniform Kraftdrücken macht. Ich weiß nicht, wo der Name Military Press herkommt. Wahrscheinlich aus dem Militär, aber heißt es, dass man nur im Militär Kraftdrücken machen darf? Ich verstehe das nicht. Also ich habe noch nie in Uniform Kraft gedrückt, aber schon mal in normalen Sachen. Deswegen weiß ich, ob das dann dasselbe ist. Wäre meine Bestleistung 105. Also da hatte ich einen sehr guten Tag. Das schaffe ich nicht immer. What do you think before entering the platform on a meet? Are you using visualization? Also bevor ich auf die Plattform gehe, denke ich, hast du den Herd ausgemacht? Hast du die Katze gefüttert? Hast du das Golfbag zurück in den Keller gestellt? Hast du dein Maserati richtig geparkt? War natürlich nur ein Spaß. Der Maserati steht im Parkhaus. bevor ich auf die Plattform gehe, bin ich eigentlich sehr fokussiert. Ich kriege das um mich herum eigentlich gar nicht mal so richtig mit und versuche aber auch gleichzeitig nicht zu overpacen, also nicht zu nervös zu werden. Also ich bin eigentlich schon relativ cool, weil im besten Fall weiß ich ja, was gleich passieren wird. Bist du zufrieden mit deinen Leistungen, beziehungsweise was würdest du gerne verbessern? Ich bin eigentlich nie zufrieden mit meinen Leistungen. Und was würde ich verbessern? Ja, was würde ich verbessern? Ich würde all das verbessern, was mir dazu hilft, mehr Last zu bewegen. Das könnte Kraft sein, da bin ich aber schon dran. Das könnte Technik sein, da bin ich auch jeden Tag dran. Ich glaube, das größte Problem, das ich habe, ist tatsächlich mein Umsatz. Aber auch da bin ich dran. Also ihr seht, ich raste nicht. Und ja, in voller Hoffnung, dass es sich irgendwann mal auszahlen wird. Ziele für 2019, was die Leistung betrifft. Ja, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Gas geben 2019. Und ich sag mal, 160 Kilo im Reisen sind im Kopf drin. Und 195 auch. Also ich wäre vermutlich nicht zufrieden, weil mehr möchte man natürlich immer machen, aber ich glaube, 160, 195 ist für den Anfang erstmal ganz gut. Wenn natürlich mehr dazu kommt, bin ich auch nicht böse. Die Frage aller Fragen. Seit dem Kochvideo mit Edeka, von wem war die weibliche Stimme? Das war die Charlotte. Und die Charlotte war von Edeka und hat quasi aufgepasst, dass ich mich nicht verkoche und auch sonst keinen Mist erzähle oder so. Was ist in deiner Sporttasche? Ich erinnere mich, dass mal der Gregor von All Things Gym ein Video gemacht hat. Ich glaube, das war bei der EM. Wir blenden das nochmal ein, hier irgendwo den Link. Der könnt ihr mal selber gucken. Aber ich sag mal so, so einiges ist da drin. Wann trainierst du am liebsten? Früh morgens, mittags oder abends? Also eigentlich abends, weil früh morgens ist halt der Körper noch ein bisschen müde. Was heißt mittags? Mittags um 12, da esse ich. Da will ich nicht trainieren. Deswegen abends, ne, wenn man schon ein bisschen wach ist, macht mir das eigentlich am meisten Spaß. Die Wettkämpfe finden ja auch abends statt. Gerade Bundesliga, und da habe ich dann schon Bock. Best place to weightlift in Germany. Unser Ex-Bundestrainer Oliver Caruso hat in Schwarzach ein ziemlich großes Zentrum hochgezogen. Da wurde jetzt, glaube ich, sogar eine neue Halle eröffnet. Und ich glaube, dort, also nicht glauben, ich weiß, dass dort alles neu ist. Die Scheiben sind von der Leico, also das ganze Equipment ist von der Leico. Und dort macht es auf jeden Fall richtig Spaß und es ist der best place to weightlift in Germany, würde ich jetzt sagen. Ja, das war's. Ciao! Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch und Grüße von mir. Ciao.